Ja, moin, moin, Leute. Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge. Anni zockt heute mal Slay the Spire. Ein Roguelike-Game wieder. Erinnert ein bisschen an Monster Train, falls das der eine oder andere kennt. Hat mit Karten zu tun. Also ist ein kartenrundenbasiertes Spiel, wo man natürlich auch immer für die folgenden Runden ein paar Perks freischalten kann. Ja, macht eigentlich auch für zwischendurch mal ziemlich gut Laune. Deswegen zeige ich euch mal kurz einen Standardlauf. Verschiedene Charaktere kann man auswählen. Die muss man am Anfang natürlich auch erstmal freischalten. Ja, wir nehmen mal den hier. Die Stille. Die zieht halt ein paar mehr Karten. Und dadurch kann man halt heftigere Kombos dann machen. Aber wir starten auch mal auf Level 1. Alles einfach. Es soll ja nur mal zum Zeigen sein. Euch schon mal danke für das Einschalten. Der Wahl ist immer am Anfang da. Und da kann man immer mal wählen, ob man irgendwie noch was Besonderes haben möchte. Man verliert sonst das Startrelikt, dass man zwei Karten mehr zieht. Und kriegt dafür ein Bossrelikt, also was Höheres. Oder ganz Gold verlieren, auch nicht gut. Mehr Leben, eine Karte mehr. Das Karten wegschmeißen. Ist nicht schlecht. Macht den Gegner nämlich sehr schwach. Ja, verschiedene Pfade kann man dann entsprechend wählen, die man halt lang geht. Mit verschiedenen Sachen. Man sieht ja hier, was es dann so gibt. Unbekannt, kann alles drin sein. Händler, Schatz, Lagerfeuer. Da kann man heilen, neue Karten, Karten verbessern. Alles Mögliche. Normale Gegner und Elite-Gegner, die kommen weiter oben. Der hat sogar Feuer. Hier sind schön viele Fragezeichen. Wir gehen mal den Weg. Ja, dann geht's los. Man zieht ein paar Karten. Man sieht jetzt, wie viel HP die Gegner haben und was die als nächstes machen. Der greift da an, der macht keine Ahnung was. Negativen Effekt auf mich wirken. Damit kann ich seinen Angriff schwächen. Hiermit kann ich mir aber 5 Block machen. Das sollte reichen. Weil ich kriege ja nur 3 Schaden. Ja, und dann ballern wir mal raus. 3 Punkte hatten wir. Und hier steht, was das Ganze kostet. Mehr können wir jetzt nicht machen. Der nächste Angriff macht mir jetzt mehr Schaden. Block machen. Macht damit noch mal ein gebrechlich drauf. Machen wir ihn schwächer. Das gibt es ein bisschen Schaden. 3. Schade, hat nicht reicht. Aber ich denke mal, der Sinn wird uns ein bisschen klar. Für die Feinheiten muss man das einfach ein bisschen spielen. Ja, kriegt nochmal eine Belohnung, Karte erhalten, Gold. Guck mal, was das an Karten gibt. Giftdeck. Das für eine richtig heftige Kombo später ziemlich geil. Aber 6 Schaden, 3 Gift, das ist für den Anfang. Ach, beide kriegen wir. Ziemlich geil. Mal gucken, was hier ist. Eine Entscheidung. Verbessere 2 zufällige Karten und dafür 14 Leben verlieren. Ja, da ist so viel Schrott bei. Ja, und dann geht's weiter. Nächster Gegner. Der greift gleich hier an, der Hund. Ach, Schiete, ich hätte doch nochmal können. Ah, verdammt.
Ja, und heilen tut man sich nach dem Kampf natürlich auch nicht. Blocken. Machen wir auch mal. Ja, das Leben heilt man noch nicht. Maximal am Lagerfeuer. Um 3 Stärke. Wir hauen mal Gift drauf. Block. Und 5, ja, das reicht fast. Er kriegt jetzt durch das Gift halt immer noch Schaden. Das ist ziemlich cool, wenn wir die Giftkarte nochmal kriegen, können wir das stacken. Der will eh blocken, also egal. Kriegen wir hin? Ne, kriegen wir nicht hin. Verdammte Axt. Das wird jetzt bös. Ja, mach mal so. Noch 12. Jetzt aber. Ah, schon 20 HP verloren. Nicht gut. Tränke gibt's auch. Na, wir gucken erstmal nach einer Karte. 5 Gift. Die sind hier oben. Da kann man nochmal 6 Gift mit anwenden. Ja, das sieht schon irgendwie stark aus, als ob wir zu einem Giftdeck rübergehen. Hat der mehr Geld oder was? Gegner hinterlassen 25% mehr Gold. Werde verflucht. Komm, 5 Max TP, egal. Weiter geht's. Das ist ein Gegner. Der will einen Buff einsetzen. Soll er machen? Der kriegt da erstmal ordentlich drauf. Ach, ich hätte nochmal können. Verdammt. Stärke. Schwächer machen. Macht eh keinen Schaden. Null. Ja, und so muss man strategisch dann überlegen, wie man dann die Gegner ausschaltet, um am besten so wenig wie möglich Leben zu verlieren. Ja, Gift drauf. Reicht nicht. Ach, Gift. Gift rottet ihn aber hin in der nächsten Runde. Oder wir. Ah, der ist gut. So, hier könnte man jetzt heilen. Also kann man verschiedene Sachen machen. Ausruhen, schmieden. Oder erinnern, die Schlüssel, das ist eine Sache, da braucht man, um ganz am Ende den absoluten Endboss zu besiegen, braucht man, glaube ich, 3 Schlüssel. Ne? Hier oben links sieht man es. Man kann jetzt aber auch schmieden, Karten verbessern oder ausruhen. Wir schmieden mal. Weil jetzt können wir auswählen, was wir verbessern. Und man sieht dann hier auch, was dabei rauskommt. 8 Schaden und 4 Gift. Oder auf 7 Gift. Allen Gegnern 6 Schaden. Wir versuchen mal den Dicken. Boah, der hat noch Max gekriegt, ey. Olle Ratte. Aber wir haben Gift. Das könnte vielleicht was werden. Noch schleppt er. So, wach. Gift. Der
vergiften wir immer noch mehr. Kriegt er schon 14 Schaden. Nee, das besser mit Block. Es gibt jetzt immer Block, wenn man eine Karte ausspielt. Das ist sehr gut. Damit gibt es schon mal keinen Schaden. Mehr Gift. Boah. Das tut jetzt weh. Was hat er vor? Einen negativen Buff wirken. Ja, dann volle Möhre angreifen. Durch das Gift verliert er halt schön. Das macht den Kampf, was hat er jetzt gemacht, Stärke runter. Das ist doch Gift, mein Freund. Hat er 20. Lange hält er nicht mehr durch, aber er kriegt jetzt 11 Schaden. Das Mist. Jetzt ist er tot. Das hat gereicht. Das war ein Dicker. Da gibt es auch schon den Smaragdschlüssel. Den nehmen wir jetzt aber auch nicht mit. Wir nehmen mal den seltsamen glatten Stein mit. Eine Korde. Verdopple das Gift. Ja, wir gehen eh auf Gift. Ach, gibt alles. Na gut. Was? Eine Kiste, hier gibt es sogar ein schönes Artefakt. Halte beim Aufheben 2 Trankslots. Oha. Oh fuck, schon wieder ein Dicker. Ich glaube, das wird jetzt nichts werden. Verdopple das Gift, der hat ja noch gar keins. Den machen wir mal schwach. Ach Mist, der hat ja so ein Ding gehabt. Kacke. So, da gibt es noch keinen Schaden. Boah, Flugkarten. Das ist Dreck. Die nehmen Platz weg. Das heißt, man zieht nicht das, was man braucht. Den vergiften wir. Block. Und den war schwach. Scheiße, der hat da noch den. Ach, verdammt. Ja, das könnten wir jetzt verlieren. Das werden wir jetzt auch verlieren. Nee, doch nicht. Noch nicht, was ist das hier eigentlich? Ach, verdammt. Geschicklichkeit macht ja, dass ich mehr Rüstung kriege. Das war jetzt doof. Ja, so lernt man das Spiel halt einfach, indem man spielt. Und ist halt, wie gesagt, sehr strategisch. Ja, reicht trotzdem nicht. Das war's jetzt. Ja, das war Slay the Spire. Ein schönes Kartenspiel für zwischendurch mal. Wenn euch das gefällt, schaut mal bei Steam rein. Könnt ihr euch gerne auch besorgen. Wie gesagt, für zwischendurch macht das immer mal Laune. Also in dem Sinne, vielen Dank euch für das Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge angezockt. Bis dahin.